Da sind wir wieder bei Let's Play Amnesia. Immer noch derselbe Aufnahmeblock, immer noch derselbe Stress mit dem Fisch. Folgedessen laufen wir jetzt aber mal weiter. Geht jetzt einfach mal da. Oh, genau, hier konnten wir ja nicht raus, weil verschlossen. Aber hier liegt eine hohle Nadel, die uns sehr behilflich sein wird. Hohle Nadel, aufmachen. Rätsel gelöst, uns geht's besser. Und wir gehen auch mal hier raus. So. Und hier ist jetzt was Tolles, was ich über alles liebe. Also, ich sag mal nur wieder ein Wort, Fische. Darum werde ich mit Vollgas durchlaufen, denn ich keine Ahnung habe, wo die sind, wie sie kommen und ja, ich laufe einfach. Übrigens, diese Viecher können die Türen einschlagen. Tom, ja, am besten hier Vollgas durch, jede Tür zumachen, damit sie ja nicht durchkommen und laufen. Laufen, einfach nur laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es geht immer links und rechts, aber ich glaube, das ist ziemlich wurscht. Ausgang in Sicht. Gott. Zu? Ja. Machst du wieder einen Fisch hinter uns? Gott! Oh. Oh, ich hasse Fische. Nee. Da kommt noch die Musik und die Geräuschkulisse und boah. So. Jetzt sind wir dann bald bei dem Zeitpunkt, dass ich nicht mehr so weit gespielt habe. Hier ist es jetzt nämlich sehr, sehr episch, das muss ich echt sagen. Hier sieht das alles sehr episch geil aus, finde ich. Und wir gehen jetzt einfach mal schön langsam rauf und gucken mit der Musik und ich bin einfach mal ruhig. Jetzt habt ihr Atmosphäre bekommen. Oh Gott, ein Windzug. Ich schnapp mich in großen Räumen überhaupt nicht. Ein schöner Brunnen, in dem wir uns einfach mal die Hände waschen. Das muss ja beruhigend sein. Das ist beruhigend. Glasklar, seht ihr? Das ist die Adler. Ich finde, das sieht so geil aus. Ich würde schon fast wohnen wollen, wenn ich nicht wüsste, dass hier überall Zombies sind. Schauen wir mal, da ist da oben noch. Ja, da oben müssen wir nachher rein. Jetzt müssen wir erstmal darüber. Und zwar das. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Ja, wir müssen jetzt anscheinend mit dem Aufzug nach unten fahren. Das heißt, wir sollten mit dem Aufzug nach unten fahren. Allerdings, wenn wir da drin stehen und den Hebel betätigen, geht es nicht. Wir haben jetzt eine Notiz, dass wir in den Maschinenraum müssen und diesen Aufzug irgendwie reparieren. So, jetzt gehen wir zum Maschinenraum. Ist ja abgeschlossen. Aber dessen müssen wir jetzt nach dem Schlüssel suchen. Dessen müssen wir jetzt nach oben gehen. Und in einem von dieser zwei Räume, ich habe selber keine Ahnung, ich war vorhin in dem Gästezimmer da hinten drin, vorgestern gehe ich jetzt da ins Studierzimmer. Aber mal gucken, was da so ist. Ne? Also weiß man ja nie. Mal sehr gespannt, was da so gibt. Jetzt könnte ich mich auch in jeder Ecke erschrecken, weil hier war ich noch gar nicht drin, glaube ich. Bin mal gespannt. Ich lasse einfach mal die epische Musik. Und hier sind wir im Studierzimmer. Ah doch, hier war ich drin. Hier war ich letztes Mal auch drin. Hier gab es nämlich Zünderbuchsen und eine Kiste. So. Aber wir nähern uns jetzt schon dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr genau, also wo ich nicht mehr weiß, was da jetzt kommt. Hier war da noch was drin. Ja, hier war auch noch irgendwas. Hier passiert, glaube ich, sogar noch irgendwas. Ich will hier raus. Nee, also hier war dann doch nichts drin. Einbildung ist auch eine Bildung. Hier passiert jetzt noch gleich was Schönes.
gebrochen ist. Okay, ich wusste nicht, dass ich das mit der Hand kaputt machen kann. Ich habe letztes Mal was da drauf geworfen. Aber hier gehen wir gleich raus. Wir gehen erstmal hier rein. Was ich gar nicht so toll finde, denn Gewalt gegen Tiere ist... Gewalt gegen Menschen, okay, aber Gewalt gegen Hunde und generell Tiere, naja, in Spielen finde ich nicht so toll. Ich unterstütze es auf jeden Fall nicht, drum... Alle, die empfindlich sind, bitte weghören. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Ja, so, ihr könnt jetzt wieder zuhören. ja, ich muss das einfach diesen Ding auslösen, es wird mir nichts anderes übrig. Ist hier noch irgendwas? Nee, hier waren. Oh doch, hier war ein Zettel. Oder? Nee. Hier hinten war noch was. Genau, hier war. Mache ich das jetzt? Ja, wollte ich hier mal sagen, der hat aber einen kleinen, ne? Kollege. Hier passiert jetzt was Tolles, ich guck weg. Hab ich nicht gesehen, hab ich nicht gesehen. Totenköpfe. Oh mein Gott. Ein Clipboard. Was haben wir hier? Ah, haha. Zünderbüchse. Ich bin mein. Das war ich. Da war noch irgendwas, aber irgendwie war da nichts mehr. Überhaupt. Hab ich gerade den Tisch eingeschlagen? Cool, kann man das. Gefällt mir. Ich mag das Geräusch nicht. Hier von den schreienden Hunden gefällt mir gar nicht. Ja, hier ist zugestürzt. Aber hier haben wir eben gerade dieses Fenster hier eingeschlagen, mehr oder minder mit unserer Faust. Und hier stehen erstmal Zünderbüchsen. So ein Lockwinkel. Bäume. Die ich mich zum ersten Mal auch überrascht gefühlt, dass es schon diese komische Masse da, oder was immer das Material da ist, sich schon nach draußen verlagert hat. Also finde ich nicht so toll. Finde ich eigentlich überhaupt nicht toll. So, hier sind 1000 Pläne von Aufzügen. Und Räder und Bücher und was weiß ich. Und so ein komisches Ding. Wann bin ich an der Reihe? Habe ich mich nicht lange genug zurückgehalten? Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nichts zurückbekommen. Agrippa, ich vertraute dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Ja, sehr komische Anmerkungen hier. Vielleicht wissen wir irgendwann mal später, was das alles zu bedeuten hat. Hier haben wir noch Öl. Und wir haben, es herrscht Ölknappheit. So, was haben wir hier? Wenn der Aufzug wieder gut geht, bau mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn in die Maschine einsetzt. Stell die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer hältst. Die Messinstrumente sollten folgende anzeigen. Hoch 8, runter 8. Okay. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity, Dampfanlage. 4 Phasen Amplitude, kompletter Dampf. Was? Dampfstromkreislauf. Betrachte dich die Maschine erst. Was beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Okay, das heißt, hier ist irgendeine Bauanleitung oder irgendeine Startanleitung und hier haben wir Stromkreislaufstab. Und uns geht's glasklar. Dafür gucken wir aber gar nicht so rein. Nein. Ich will eigentlich nicht mit der Laterne rumlaufen, aber ich weiß nicht, ich brauche die halt. Ich will nicht alles anzünden. Hier ist eine Kiste mit Zünderboxen. Hier ist eine Uhr, die wir kaputt machen. Und hier ist eingestürzt. Toll. Ja, und ab hier hört mein Gedächtnis so halb auf. Also so halb. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt drüben im anderen Raum auch war, aber ich glaube nicht, weil ich mit meinem einen von beiden war ich noch nicht. Lass mal Baum um. Warum passiert das eigentlich immer dann genau, wenn wir draußen sind? Das ist ja richtig mies.
laufen aber mal raus. So. Gehen wir in die hintere Halle. Die finde ich 10.000 Mal schöner als die vordere Halle. Aber ja. Jeden wie er will, ne? So, hier haben wir auf jeden Fall diese Elektrode, für was immer der Bruder ist, das weiß ich echt selber noch nicht. Und gehen einfach mal ins Gästezimmer. Mit einer schönen Truhe, wo wir jetzt sehen, eine Brille, einen Kompass und ein paar Blätter Papier. Ist doch nicht schön, ne? Ist das wieder ein Traum? Dachte er. Und schrie aus vollem Hals. Okay, hier war ich definitiv noch nicht drin. Mein Journal ist gone. What they want with my journal? Okay, da hat Daniel sein Ding, sein Tagebuch gesucht. Okay. Ich glaube eh nicht, dass hier irgendwas Weltbewegendes drin ist. Ne, kriege ich nicht auf. Was machen wir denn hier? Schauen wir mal, also hier war ich echt noch nicht drin. Hier seid ihr. Hier weiß ich genauso viel wie ihr, wobei ihr wahrscheinlich mehr wissen werdet als ich. Wie sieht's aber aus? Kann man das wieder reinschieben? Wahrscheinlich, wenn es gerade wäre schon. Ich muss mal verkehrt rein. Schade. Naja. Ah! 2. July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Ja, unsere Expedition wurde anscheinend von irgendwas Schrecklichem getroffen und keiner weiß wieso momentan. Wir haben das sicher in irgendeinem späteren Tagebucheintrag mal verfasst. Schauen wir mal, wir gehen einfach mal links, weil da sieht es nicht so groß aus. Ein Bett. Wir schlafen erstmal, gucken wir hier ran. Eine Brechstange, kriegen wir doch tatsächlich eine Waffe? Können wir einen auf Gordon Freeman machen? Nee. Können wir nicht. Schade. Hab mich jetzt schon gefreut, dass wir einen auf Gordon Freeman machen können. Nicht irgendwas runter, oder? Nee. Schade. Zettel. 3. July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Okay, anscheinend wurden er und seine Männer immer verrückter. Er hat aber irgendeine Kugel wieder laut seinem Logbuch zurückgelegt, sag ich jetzt mal. Und Daniel wundert sich, also wir wundern uns jetzt, wieso wir eine Kugel haben. Daniel. What? Still having nightmares, I see. Yes. I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see.
Okay, wir litten anscheinend unter Albträumen. Das wird immer interessanter. Also wie gesagt, hier habe ich momentan gerade selbst keinen Plan von der ganzen Sache. Also, ich weiß mal nicht, was passiert. Mich könnte jetzt alles erschrecken. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Eine Vase. Kaputt. Tür auf. Tür auf. Tür zu. Tür zu. Kamin. Zünderbüchsen. Dann gehen wir halt noch nach rechts. Nein, wir haben ja eine Brechstange. Lol. Wie geil. Die Brechstange ist gerade abgebrochen. Die Brechstange ist abgebrochen. Was haben wir für eine Kräfte, Mann? Machen wir die Zombies locker fertig. Whoa. Okay. Oh mein Gott. Was passiert hier? Gott! Oh Gott, oh Gott! Wo soll ich hin? Sieh mich nicht. Wie geht's uns? Was geht's uns? Bitte sieh mich nicht. Bitte. Ich habe Angst, diese Tür aufzumachen. Ich höre noch. Was zum gottverdammten Geier! Wie kamst du denn hier rein? Meine Güte! Schubladen. Mal hier alles durchgucken. Ach, ich brauche diesen Scheißschlüssel. Hier nicht. Hier nicht. Da nicht. July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault, I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Ja, wir haben jetzt also die Kugel geschafft zusammenzuflicken und freuen uns jetzt natürlich drüber, kurz und knapp. Aber, wie es weitergeht und wann Zombies kommen, erfahrt ihr im nächsten Part von Amnesia. Bye bye.